Mein Vater hat eine Fußbegradigung machen lassen und war deswegen öfters in der Radiologie von der Dr. Niedermeyer in der Linzer Straße, vormals Dr. Bocorni, und hat einmal so spaßhalber gesagt: Na, seid ihr nicht barrierefrei, musst du jetzt mal mit seinem hinigen Fuß aufhatschen, im ersten Stock, habt ihr keinen Lift nicht. Und die Ordi-Assistentin hat dann gesagt: Naja, wir suchen eh schon was. Und mein Vater überlegt kurz: Hey, da habe ich vielleicht was für euch. Das GBZ ist jetzt kein klassisches PHC. Das Primary Healthcare Center, was ja momentan in aller Munde ist, was gefördert wird von der Gebietskrankenkasse und vom Land Niederösterreich. Also das GBZ ist ein rein privat errichtetes und finanziertes Gesundheitszentrum. Wir haben keinen Cent Förderung bekommen. Das sind die Damen und Herren, die Sie versorgen im neuen GBZ. Schauen Sie vorbei. Vielen Dank, bitte um einen kräftigen Applaus. Dankeschön. Wenn man weiß, wie dieser Familienbetrieb entstanden ist, dann macht diese Erfolgsgeschichte der Stadt Melk gerade auch die Familie Gottwald, wie viele andere Familienbetriebe auch, aus. Und das verdient am heutigen Abend, glaube ich, einmal einen ganz großen Respekt, dass es Betriebe gibt, die hier begonnen haben, ganz klein, und heute 240 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen. Da kann man nur vom Land Niederösterreich ein großes Dankeschön sagen. Und dann gibt es Unternehmerpersönlichkeiten oder Unternehmerfamilien wie die Familie Gottwald, die sagen: Okay, wir wollen hier etwas bewegen, wir nehmen privates Geld in die Hand, sagen, wir machen hier etwas für die Allgemeinheit. Wir bieten hier ein Gesundheits-, ein Bürozentrum, und das soll letztendlich der besseren Gesundheitsversorgung hier in der Region dienen. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den wir auch in Zukunft gehen müssen. Bitte nochmal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank. Welche Erfahrungen macht man da? Welche Ratschläge gibt man den Freunden, Bekannten, den Kindern diesbezüglich weiter? Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass wir Menschen wahrscheinlich am effektivsten erst dann dazu lernen, Christian, wie es du angesprochen hast, wenn uns das Leben eine ordentliche Watschen gibt. Und in meinem Fall war das diese Knieverletzung oder mehrere, in einem anderen Fall so ein Unfall oder irgendein Schicksalsschlag in der Familie. Ich meine, wir haben natürlich Vorbilder gehabt. Wenn ich an Franz Klammer denke, wie der da in Innsbruck abgezogen ist oder auch nachher bei den Abfahrten. Ich wollte als Kind schon so sein. Und dann wachst du da rein. Und irgendwann stehst du das erste Mal auf der Streifform. Und ich kann dir sagen, ich habe den Strichcode hinter in der Hosen drin gehabt. Also Hans Klaus. Für mich der Einstieg in Triathlon war eigentlich, dass ich mit 30 Jahren zwei Bandscheibenvorfälle gehabt habe, obwohl ich eh und eh sportlich war. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas Allgemeines machen, und da ist eben die Kombination beim Triathlon zwischen Schwimmen, Radfahren und Laufen, wo eigentlich ständig verschiedene Muskelgruppen angesprochen werden, optimal, und seitdem bin ich eigentlich beschwerdefrei. Gefährlich wird es dann, Andi, wenn der Physiotherapeut auf einmal der beste Freund wird, weil du am meisten Zeit mit ihm verbringst. Aber ich möchte wirklich allen Ärzten, allen Therapeuten, allen Leuten, die hier arbeiten und aus- und eingehen, wirklich jeden Erfolg in jeder Hinsicht wünschen, und der Familie Gottwald ganz im Besonderen alles Gute für die Zukunft und viel Kraft und Gesundheit vor allem. Vielen Dank. Ich habe auch dieses Kreuz gesegnet, das dann aufgehängt wird. Und ich glaube, der Segen geht durch dieses Zelt sicher durch in das Haus, in das neue Haus hinüber. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke für die Aufmerksamkeit.
wünsche euch einen schönen Abend. Bitte feiert mit uns, habt ein paar schöne Stunden, einen schönen Abend. Und ich sage 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Und es ist soweit! Vorsichtig aufstehen.